Kurz etwas vorweg, dieses Video habe ich gebaut und voraufgezeichnet, bevor ich vom heutigen Donnerstag das Frühvideo gemacht habe, weil ich mir jetzt einen halben Tag oder Tag frei nehme, um das Wetter in den Bergen zu genießen. Und in den Bergen, gerade in den Hochlagen, ist es so wichtig, dass es gewitterfrei ist, wolkenfrei ist und auch schneefrei. Und dieses Zeitfenster ist ja im Januar sehr, sehr kurz. Und so etwas haben wir in knapp über 4 Monaten wieder. Dieses Foto war von Anfang November 2022. Grüße Sie und grüße euch. Noch etwas vorweg. Wir schauen jetzt nur zur Kenntnisnahme, wohlgemerkt. Das wird jetzt keine Vorhersage sein. Das wurde sich auch gewünscht. Die Abfolge der Monate der nächsten Zeit an nach dem CFS der NOAA, also das NOAA-Modell. Ihr wisst, dass ich davon nicht viel halte, von diesem Modell. Man muss das wie jedes andere Modell auch unter die Lupe nehmen und anschauen und sich fragen, stimmt das oder stimmt das nicht? Ein Modell ablesen kann jeder Depp. Klammer auf, auch jemand, der sprechen kann, Klammer zu. Und ich möchte mich von einem Satz auch befreien, weil im Spätwinter hat ja das NOAA-Modell einen trockenen Frühling, einen rekordtrockenen Frühling angekündigt und auch einen rekordwarmen Frühling. Und alle, wirklich alle Profis haben gesagt, das kommt so nicht wegen des Polarwirbels. Und das war, Achtung, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und ich habe damals gesagt in dem Video, in diesem besagten Video, das verbotene Video, das so sicher wie das Amen in der Kirche, habe ich damals in diesem Winter Nordostlagen gemeint. Und damit meinte ich nicht Wetterlagen in diesem Winter, dass die permanent kommen, sondern dass eine großräumige Umstellung der Struktur über einen längeren Zeitraum, Klammer auf, Jahre, gehen wird, dass da öfter mal Nordostlagen kommen. Und vielleicht hört man dann auf, mir das die ganze Zeit immer vorzuhalten. Dann könnte ich genauso gut sagen, da wurde mal ein Wochenende versprochen, garantiert sonnig, heißes Wetter. Und es wurde versprochen, genauso ausgesprochen. Und was kam? Das nasseste und kälteste Wochenende des gesamten Sommers. Das wollen wir hier einfach mal begraben. Wir gehen zurück zur NOAA und schauen uns die nächsten Monate an. Bevor wir in die Monate schauen, machen wir einen ganz großen Sprung und gehen in den Winter. In den meteorologischen Winter 2023-2024. Das sind die Abweichungen. Wohlgemerkt sind alle Abweichungen von diesem Modell auf die Mittel der Jahre 1991 bis 2020, also auf das neue Klimamittel bezogen, das ohnehin schon wärmer war. Und für ein NOAA-Output ist das schon relativ kalt. Das heißt, die Monate Dezember, Januar und Februar sollen das bringen. Der Clou ist nur, der Dezember, das sehen wir uns gleich an, wird extrem mild berechnet oder sehr mild. Das heißt, die anderen Monate müssen kälter ausfallen. Dazu gleich aber mehr. Der Juli, der vor der Tür steht, soll nach dem CFS der NOAA viel zu warm ausfallen. 1 bis 2 Grad zu warm würde damit ein Hitzesommer werden, wag ich mal zu bezweifeln. Und was die Niederschlagsabweichungen angeht, soll es ein sehr trockener Monat sein, vor allen Dingen im Alpenraum und über Westeuropa im Mittelmeerraum weiterhin ziemlich nass. Auch das wage ich zu bezweifeln, weil wir hatten jetzt im Juni, die erste Junihälfte, diese Trockenheit und diese Ostlage. Und jetzt haben wir einen wechselhaften Sommer und das wird auch wechselhaft weitergehen, daran glaube ich so nicht, mit diesem Dauerhochdruck direkt über uns. Das wird eher, wie schon erwähnt, anders laufen, dass die Tiefs mal öfter durchbrechen. Das nur als Anmerkung von mir. Kommen wir zum August. Auch der soll zu warm ausfallen im Vergleich zum neuen Klimamittel und das ist ja enorm angestiegen. Und damit hätten wir ebenfalls einen sehr warmen August. Könnte ich mir noch eher vorstellen als den Juli, denn solche Wetterlagen, wie wir sie im Juni hatten, wiederholen sich gern nochmal, vor allen Dingen in der ersten Augusthälfte. Da kann es gut sein, dass wir noch mal 2, 3 Wochen beständigeres Wetter bekommen werden als jetzt in der nächsten Zeit. Was die Niederschlagstätigkeit angeht, bleibt es im Mittelmeerraum nass, bei uns leicht zu trocken, aber einigermaßen ausgeglichen. Das Ganze wieder mit einer Hochdruckbrücke direkt über Europa. Jetzt kommt der September und das ist schon Brett. Und da widerspricht sich zum Beispiel das Ganze. Wir haben hier im September eine Abweichung, die deutlich im Plus ist. Der Winter wird aber im Kernwinter von dem CFS der NOAA zu kalt berechnet sogar. Jawohl, zu kalt. Das wird dann wahrscheinlich so nicht kommen, dass der September deutlich zu warm ausfallen wird und auch zu trocken mit Dauerhochdruck. Und es gibt auch aus der Langfrist von diesen ganzen Großwetterlagen so Brücken, zum Beispiel Wetterlagen im Juli wiederholen sich gerne auch mal im September. Und wenn der Juli jetzt mal so Durchbrüche hat, wo es wechselhafter und kühler wird, dann kommt das im September auch mal ganz gerne. Da kann zum Beispiel das hochalpine Wetter über 2000 Meter Höhe auch mal mit Schnee unterbrochen werden, was völlig normal ist bei uns und für die Jahreszeit. Berechnet wird eher Hochdruck, Tiefdruck über der Iberischen Halbinsel, dass wir eine Süd- bis Südwestströmung haben. Der Oktober,
wird europaweit zu warm berechnet, leicht zu warm, ein klassisch goldener Oktober, eben nicht. Wieder mal rund um den Mittelmeerraum und über West- und Südwesteuropa viel zu nass, auch in Nordafrika. Das heißt, diese nasse Periode, die wir hier haben, soll jetzt so weitergehen. Nicht, dass der Gardasee noch überläuft, bei uns einigermaßen ausgeglichen im Nordosten, wo es jetzt so nass war, da dann eher zu trocken mit einem Tief, das eben wir eine Süd- bis Südwestlage haben. Kommen wir zum November. Der soll relativ gemäßigt ausfallen mit eben nur einer schwachen positiven Abweichung und auch einer nur schwachen Abweichung der Niederschläge, eher ausgeglichen, aber wieder im Mittelmeerraum die vermehrten Niederschläge. Hochdruck wahrscheinlich über Skandinavien, Tiefdruck über den Mittelmeerraum, dann kann es fast nicht zu warm werden oder zu mild, weil dann setzt schon eine Ostströmung ein mit einem relativ frühen Wintereinbruch, der da eben möglich wäre. Und jetzt kommen wir simsalabim zum Dezember. Der soll nach der NOR, dem CFS der NOR hier über Osteuropa, mal wieder viel, viel, viel zu warm ausfallen und auch bei uns 1 bis 2 Grad zu warm im Vergleich zum neuen Klimamittel. Und das ist ja im Vergleich zum alten Klimamittel richtig nach oben geschnellt, wäre dann also ungefähr so warm wie das letzte Jahrzehnt, der Dezember. Aber, ganz wichtig, zu nass. Wir hätten südlich der Mittelgebirge und im Alpenraum sehr, sehr viele Niederschläge. Für die Alpen kommt das natürlich alles als Schnee runter. Das wäre ideal. Mit der Wetterlage, Hochdruck wahrscheinlich über Nordwestafrika, Tiefdruck über und bei den britischen Inseln und eine eher westliche Strömung. Und jetzt haben wir den Winter, wie eben schon erwähnt. Wenn jetzt der Dezember so warm ist und der Winter dann eher ausgeglichen bzw. nur leicht zu warm, müssen die Monate Januar und oder Februar zu kalt ausfallen, um das wieder wettzumachen. Und das ist, finde ich, das Interessante. Was die Niederschläge angeht, der Dezember war ja schon zu nass und die anderen Monate machen da womit, da wäre es nämlich dann auch im Norden Deutschlands ein bisschen zu nass. Demnach stünde uns ein Winter bevor, nur rein jetzt abgekupfert, der Dezember noch mild und nass mit Westlage und dann würde es in eine Winterlage kippen, durchaus auch mal mit Schneefällen im Flachland und die Berge würden zugeschüttet werden mit Schnee, mit den ganzen Abweichungen. Gehen wir jetzt nochmal zu den Temperaturen. Jetzt kommt was anderes Interessantes. Bei uns wäre das eben der Winter über weiten Teilen Europas einigermaßen ausgeglichen, über Osteuropa eher zu warm. Wenn wir jetzt aber in die USA schauen, zum nordamerikanischen Kontinent, dann wird dort der meteorologische Winter Dezember, Januar, Februar deutlich zu mild berechnet. Und in den vergangenen Jahren war es ja so, dass wir über Nordamerika oftmals die Polarluftvorstöße hatten mit den starken Schneefällen, mit der Eisluft, der Rekordkälte. Und bei uns über Europa war die Gegenbewegung, dass die milde Luft kam. Und nach den Allüren der NOAA soll das in diesem Winter umgekehrt verlaufen. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Und zu guter Letzt möchte ich noch etwas anmerken, warum das mit der NOAA so in den letzten Monaten nicht funktioniert hat. Dieses Modell lag im Winter schon fast komplett daneben, auch wenn die Temperaturen bei uns in Mitteleuropa gepasst haben. Aber das NOAA hat zum Beispiel permanent Westdrift berechnet. Und diese Westdrift hat es weiter berechnet im Frühjahr, nur ist dann die Frontalzone weiter nach Norden. Das heißt, bei uns wäre es trocken und warm. Und das ist sozusagen ein Folgefehler. Und mit der Prognose und der Einschätzung, die die NOAA jetzt für den Winter macht, bricht es sozusagen das eigene System, was es die letzten Monate berechnet hat, vielleicht ganz interessant. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten dann auch mal in die Details schauen, aber für ein verbotenes Video für den nächsten Winter ist es noch zu früh. Da müssen wir noch ein paar Wochen des Sommers abwarten.